Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe einige Anfragen bekommen bezüglich meiner Tarnung in der Wildlife-Fotografie. Und dieses Video möchte ich heute dafür nutzen, um euch mal zu zeigen, was ich denn alles bisher benutzt habe. Eins vorweg, man braucht nicht unbedingt teures Zeug, um mit der Wildlife-Fotografie anzufangen. Und ich werde auch nicht gesponsert für die Artikel, die ich euch gleich hier zeigen möchte. Man sagt ja immer, in der Wildlife-Fotografie braucht man Tarnung. Und ja, das stimmt. Denn auch ich habe gemerkt, dass ich mit normaler Kleidung im Wald, und die ist schon relativ bedeckt, nicht so weit komme. Gerade wenn man sich ansetzt, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, bedeckt zu sein. Und es macht auch einfach viel mehr Spaß, wenn man direkt im Geschehen ist und das Tier nicht stört und das Tier einen auch nicht wahrnimmt und man es in Ruhe beobachten kann. Fangen wir auch mit dem ersten schon mal direkt an. Und zwar habe ich hier eine Kombination aus Jacke und Hose, und das ist ein Tarnanzug in der Realtree 3D-Optik. Und was halt das Schöne an diesem Anzug ist, der hat hier, wenn man den anzieht, so ein Blattmuster. Das heißt, man ist mit der Umgebung richtig schön verschwommen, wenn man sich irgendwo ansetzt, wo das Laub auch noch grün ist. Also das macht vor allem Sinn bei dieser Farbe hier, das vor allem im Frühherbst und im Frühling und Sommer anzuziehen. Und der ist halt richtig flexibel. Also man kann den sich direkt überziehen, man hat einen Reißverschluss dann und die Bündchen sind auch ziemlich groß. Das seht ihr hier. Sodass man das auch über dicke Winterkleidung, wie jetzt hier zum Beispiel, anziehen kann. Nachteil bei dem Ding ist, der ist nicht wasserdicht. Also wenn es jetzt so regnet wie hier, dann sollte man sich schon auf jeden Fall eine wasserdichte Unterschicht anziehen. Preislich liegt der so bei ungefähr 40 Euro. Und ist vor allem für den Einstieg, wenn man das mal testen möchte und wenn man sich noch nicht so sicher ist, okay, was brauche ich denn überhaupt und was möchte ich denn überhaupt, auf jeden Fall eine ziemlich gute Alternative. Was mir hieran nicht so gefällt, außerdem noch, ist, dass die Hände und das Gesicht frei ist. Also der hat zwar eine Kapuze, aber wenn ich die Kapuze aufsetze, ist mein Gesicht trotzdem noch hell. Und die Tiere können das dann durchaus auch erkennen. Und was ich mir dann gedacht habe, mir außerdem noch zuzulegen, ist eine Kopfbedeckung. Und ich mag das eigentlich immer ganz gerne, so ein Käppi anzuziehen. Und ich habe mir dieses Käppi hier gekauft, ebenfalls in der 3D-Optik mit Realtree-Muster. Und das hat hier vorne so ein Schleier. Und wenn man das aufhat, dann ist der Schleier praktisch vor dem Gesicht. Man sieht zu 100% nicht, wo das Gesicht ist, ne, oder wo man sich ansetzt. Also dieses Ding hier ist wirklich Tarnung 100%. Aber was ich nicht mag, ist zum Beispiel dieser Schleier mit dem Schirm, der behindert meine Rundumsicht. Das heißt, wenn ich durch den Sucher gucken möchte, und dann ist dieser Schirm irgendwie immer im Weg. Und ich habe mich da so noch nicht so ganz angefreundet mit, dieses Ding hier wirklich zu benutzen. Ich hatte es auch nur, ich glaube, ein oder zweimal dabei, habe mich aber immer für was anderes entschieden. Und ist an sich eine gute Technologie, aber für mich irgendwie nicht so wirklich praktizierbar. Eine alternative Kopfbedeckung, die kennt ihr wahrscheinlich schon, ist für mich dieses Cap hier. Und dieses liebe ich einfach. Also ich kann das zu jeder Zeit tragen. Also es wirkt irgendwie auch nicht komisch, wenn man mal nicht im Wald ist. Und hat zwar auch diesen Schirm hier vorne, aber wenn ich mir den so ein bisschen vors Gesicht ziehe, habe ich trotzdem nicht diese Behinderung durch diesen Schleier. Das heißt, ich kann immer noch in alle Richtungen gucken. Und wenn ich die Kamera in Anschlag nehme oder durch den Sucher schaue, dann geht das halt so ein bisschen hoch. Und das hat mir auch schon tatsächlich geholfen, als ich Rehwild entdeckt habe, bei uns direkt auf dem Weg. Wenn ich draußen bin, dann bin ich meistens immer direkt schon dabei, ne? Also es ist oft so, ich gehe den Weg entlang und dann stehen da schon die Tiere. Und das hat mir wirklich geholfen, dass mich die Rehe nicht sofort erkannt haben. Und wenn ich den Schirm so ein bisschen vors Gesicht hatte. Ist auf jeden Fall eine für mich persönlich ziemlich gute Investition gewesen. Dieses hier lag jetzt bei 40 Euro. Und ich glaube, das hier war auch so zwischen 16 und 20 Euro. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich verlinke euch aber auch gerne die ganzen Sachen, die ich hier zeige, nochmal in der Beschreibung unten. So, das nächste ist mein Lieblingsequipment. Und zwar geht es hier um dieses Tuch. Und ich liebe dieses Tuch.
Dieses Tuch ist so flexibel einsetzbar. Ich kann mir das um die Schulter werfen, ich kann mir das über den Kopf werfen, ich kann das über die Kamera, übers Stativ legen, ich kann mich draufsetzen, ich kann es als Schal benutzen, ich kann es als Decke benutzen. Also ich habe das auch, wenn wir im Auto unterwegs waren und jetzt gerade zur kühleren Jahreszeit, dann nehme ich mir das immer ganz gerne so um die Beine und kuschle mich damit ein und es ist einfach wundervoll. Dieses Tuch gibt es auch in diesem Realtree-Muster. Es ist ein bisschen fester zusammengenäht als richtiges Tarnnetz. Was für mich aber dann auch ziemlich cool ist, weil es auch eine leicht wärmende Funktion hat, ist im Sommer, muss man gucken, wie man damit zurechtkommt. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, wenn ich mir das umgeworfen habe. Im Gegenteil, ich fand das eigentlich ganz gut auch als Insektenschutz. Und ja, gibt es auch in verschiedenen Größen, liegt preislich bei ca. 20 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und war eine ziemlich, ziemlich gute Investition. Der Vorteil auch von solch einem Tuch ist, wenn man jetzt damit anfangen möchte, wilde Tiere zu fotografieren und man ist noch nicht so der Geduldigste oder weiß auch noch nicht so genau, wo möchte ich denn überhaupt hin, wirft ihr das Tuch einfach über die Schultern und geht spazieren. Sven ist zum Beispiel auch so jemand, der sich nicht gerne 3 Stunden irgendwo ansetzt, um Tiere zu fotografieren, hat aber mit diesem Tuch, weil er sich es einfach nur umgebunden hat, wunderschöne Fotos von Rehen und Füchsen bekommen. Also wie gesagt, dieses Tuch, absolute Empfehlung von mir, möchte ich nicht mehr missen und werde ich mir wahrscheinlich noch 1 oder 2 Stück mehr zulegen. Was ich außerdem gefragt worden bin, ist, wie tarne ich denn mein Equipment, mein Kamera-Equipment, wie Objektiv. Und wir hatten da eigentlich eine ganz gute Lösung. Und zwar sind das so Neopren-Überzieher, die man über das Objektiv drüber ziehen kann. Der Vorteil ist, es ist ein Schutz für das Objektiv, egal bei welcher Witterung und auch wenn man das mal in den Dreck legt oder so, dass da nichts passiert. Und es gibt es auch in verschiedenen Mustern. Ich habe jetzt hier so ein Realtree-Muster in Braun und in einem Buchenwald wie diesem hier auch zu nahezu 100% nicht sichtbar. Aber Sven und ich, also und ich persönlich auch, fand diese Handhabung von diesen Schlaufen, die man über das Objektiv macht, nicht sonderlich gut. Das hat zum Teil unsere Bedienung eingeschränkt am Objektiv und hat irgendwie nicht so zu uns gepasst und nicht so gewirkt, wie wir uns das gerne vorgestellt hätten. Diese Dinger sind sehr preisintensiv. Also man ist da schon mit 100 Euro ungefähr dran. Die sind von Lenscode. Und an sich, wenn ich das überall sehe bei anderen, sieht das immer wunderschön aus. Und ich glaube auch, die machen ganz coole Sachen, aber für unser Objektiv war es irgendwie nicht so das Wahre. Ich hatte dann auch schon mal in der Community nachgefragt, okay, was habt ihr denn für Ideen, was kann man denn noch machen? Und da kam zum Beispiel so ein Tipp mit Gewebeklebeband. Und das liegt preislich bei um die 10 Euro. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das einfach mal. Das ist kein Band, was man am Objektiv festklebt, aber dieses Band klebt an sich. Das heißt, man kann das umwickeln, je nachdem, wie man es braucht, zurechtschneiden. Und das sah auch ziemlich gut aus, als ich damit fertig war. Nachteil hierbei ist allerdings, das kann sich je nach Bedienung, je nachdem, wie oft man das Objektiv und die Kamera benutzt, ziemlich schnell lösen und abgreifen und sieht dann auch nicht mehr so schön aus. Und das muss man dann gucken, ob man das machen möchte. Ich denke, ich werde es jetzt noch aufbrauchen und nochmal neu bekleben alles und bis ich vielleicht nochmal eine andere Lösung finde. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, was man zusätzlich noch machen kann, außer dem Neoprenschutz und diesem Gewebeklebeband. Und dann werde ich das vielleicht mal probieren. Ein weiterer Punkt, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, ich zeige es euch mal, eine solche Sitzunterlage. Im Sommer habe ich die nicht ganz so viel gebraucht, weil es war warm und trocken. Aber jetzt in der kühleren und feuchteren Jahreszeit ist so eine Sitzunterlage wirklich Gold wert. Vor allem wie jetzt hier zum Beispiel auf so einem Baumstamm, dass man sich nicht verkühlt. Also die Blasenentzündung lässt grüßen, wenn man es nicht dabei hat.
gibt es auch in verschiedenen Größen und verschiedenen Materialien. Das ist jetzt so eine Allzweck-Sitzunterlage. Die ist nicht sonderlich wasserdicht, reicht mir aber erstmal vollkommen aus und ist jetzt von der Größe auch nicht ganz so groß. Ich kann die zusammenfalten und dann kann ich die super an meinen Rucksack hängen. Nachteil, man hat hier so einen Druckknopf, der ziemlich laut ist, wenn ich ihn zumache und wenn ich ihn öffne. Und das kann zum Verhängnis werden, wenn man wilde Tiere fotografieren möchte und gerade vor Ort ist und sich das alles zurecht macht, weil die einen dann wahrnehmen können. Ein weiterer Nachteil könnte sein, dass das für den einen oder anderen zu klein ist. Also ich sitze halt einfach nur drauf. Wenn ich jetzt irgendwo liegen würde auf dem Boden, dann würde ich auch anderes Material nehmen, wie so eine Isomatte oder zum Beispiel sowas, was so ein bisschen ja, mehr den Körper schützt als dieses kleine Ding. Das lag jetzt ungefähr bei 40 Euro. Es gibt aber Alternativen, die deutlich günstiger sind. Ich fand es aber einfach schön und fand es praktikabel und habe es dann dementsprechend auch von Sven geschenkt bekommen zum Geburtstag damals und finde das ganz cool. Für die Zukunft möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen ja, intensiver mich damit beschäftigen und ich werde wahrscheinlich einige Sachen tauschen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich den Anzug beibehalten werde oder ob ich auf eine richtige Softshelljacke, die dann auch ein bisschen witterungsbeständiger ist, zurückgreifen werde. Und die Sache mit den Cappies, glaube ich, werde ich spätestens im nächsten Jahr auch anders machen. Da gibt es zum Beispiel auch so eine Art Sturmhauben, die man sich überziehen kann, die auch in diesem Realtree-Muster sind und mit ja, diesem 3D-Effekt mit den Blättern, sodass nur die Augen offen sind und die habe ich ja meistens an der Kamera. Und ich glaube, dass das nochmal einen riesigen Impact auf die Fotos und auf die Gegebenheiten, in denen ich mich befinde, haben wird. Und für mich ganz wichtig, und das werde ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen mir zulegen, sind Handschuhe. Handschuhe im Realtree-Muster, gerne auch mit 3D-Optik, weil wenn ich die Hand an der Kamera habe, dann ist sie ja trotzdem frei. Und selbst wenn ich ein Tuch habe, dann ist das immer so, okay, das Tuch ist zwar da drüber, über der Kamera, aber dann muss ich es ein bisschen höher machen, damit ich in den Sucher schauen kann oder mir den Display anschauen kann. Und wenn das Tuch einfach nur über Objektiv und über die Vorderseite der Kamera gespannt ist, dann ist das um einiges einfacher, wenn ich dann Handschuhe habe, die meine Hände nicht erkennen lassen. Und da bin ich echt gespannt drauf, was das dann nochmal für Auswirkungen haben wird. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ich habe die Tarnung, aber wo gehe ich denn überhaupt hin? Dann schaut doch gerne mal in dieses Video rein, denn da habe ich erklärt, wie ihr Rehwild und Füchse leicht erkennen könnt, auch wenn ihr sie nicht seht. Da geht es um Spuren und Fährtenlese und wenn ihr mögt, schaut es euch gerne mal an. Bis gleich.